Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Genau genommen dem sogenannten Sonntagsprojekt, was ich jetzt quasi ja ab jetzt in Zukunft wahrscheinlich immer so machen werde. Das heißt, sonntags wird es dann immer irgendein Nicht-Maker-Projekt geben. In diesem Fall habe ich mir mal ein relativ altes Game ausgesucht, was mich vor allem in meiner Kindheit geprägt hat, nämlich die Pokémon Smart Edition. Ja, ich habe auch schon seit Ewigkeiten wirklich kein Pokémon mehr gespielt, einfach weil ich das Interesse irgendwann verloren habe. Also das wird jetzt quasi eine pure Nostalgie-Reise für mich wieder einmal. Zumal ich die Smart Edition jetzt nicht einfach nur deshalb gut fand, ne, weil sie irgendwie, ja, quasi, weil ich es zu meiner Kinder gespielt habe und so, weil ich damit gute Erinnerungen verbinde, sondern ich finde es auch tatsächlich qualitativ gesehen, ist diese Edition eine der besten überhaupt, wenn nicht sogar die beste, meiner Meinung nach. ich sag mal, ich habe Pokémon von der ersten bis zur fünften Generation gespielt, wobei, ja, in der fünften habe ich schon gemerkt, es wird so langsam ein bisschen schwach. Vor allem was die Pokémon die Sides angeht. Die Story an sich, die war, fand ich gar nicht mal so schlecht tatsächlich. In der fünften Generation, aber ja, die Designs, die haben mir irgendwie gar nicht mehr gefallen da so richtig, muss ich gestehen. Die meisten jedenfalls. Ja, aber Generation 1 bis 3, die habe ich extrem gefeiert. Okay, ich muss sagen, 4 ist ja allgemein so eine umstrittene Edition. Also Diamant, Perle und Platin. Aber ich muss gestehen, die vierte Generation, die habe ich auch noch sehr gut in Erinnerung. Also die ersten 4 sind so meine Gens, sag ich mal. Aber wie gesagt, die Smart Edition, die ist nicht nur rein qualitativ für mich eine der besten Editionen überhaupt, sondern wie gesagt, auch weil ich als Kind einfach sehr viele gute Erinnerungen noch daran habe. Zusätzlich, ne, weil, ja, es war einfach damals, in der Zeit, wo ich das gespielt habe, eine sehr schöne Zeit insgesamt. Wahrscheinlich spielt dieser Faktor da auch noch eine große Rolle, warum ich ja so sehr an dieser Edition hänge. Ja, auf jeden Fall habe ich eben vor, dann jeden Sonntag quasi so ein Part immer rauszuhauen vom Sonntagsprojekt. In diesem Fall ist es jetzt wahrscheinlich erstmal eine relativ lange Zeit die Smart-Edition. Damit sind wir mit Sicherheit eine ganze Weile beschäftigt. Ja, und da es dieses Projekt immer nur einmal pro Woche gibt und nicht so wie andere Projekte vielleicht mehrmals in der Woche, diese also wesentlich seltener ausgehauen werden, werde ich die dafür aber länger machen. Also quasi so eine Stunde immer, anstatt 30 bis 40 Minuten. Ja. Und genau, dann schlage ich vor, reden wir jetzt auch nicht lang und erstmal herum, sondern starten eine Nostalgiereise. Und ein neues Spiel natürlich. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Burke. Aber jeder nennt mich nur Professor Pokémon. Dies ist ein sogenanntes Pokémon. Auf dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen. Als Freunde oder als Arbeitskollegen. Um nicht zu sagen Sklaven. Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen andere von uns aus. Obwohl wir den Pokémon so nahe stehen, wissen wir noch nicht alles über sie. Es gibt noch viele, viele Geheimnisse um die Pokémon. Um die Mysterien der Pokémon aufzudecken, widme ich mich der Forschung. Genau das tue ich. Und wer bist du? Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich schlage vor, ein Junge. Fein. Und wie heißt du? Bären. Oh toll, das reicht noch nicht mal für Bärenbro. Genau ein Buchstabe fehlt. Na gut, da muss ich mich halt so nennen, wie ich mich auch damals genannt habe. In der Intention nämlich mit meinem bürgerlichen Namen. Haben wir eine andere Wahl? Ich glaube nicht. Ah, ist das Fabian? Ja. Ausnahmsweise. Ah, okay. Jetzt habe ich es. Du heißt Fabian und bist gerade nach Wurzelheim, meinen Heimatort, gezogen. Gut. Bist du bereit? Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Hab nur Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteurer, Träume und Freundschaften warten. Komm später in mein Pokémon-Labor. Ich erwarte dich dort. Naja, wenigstens erwarten mich hier Freundschaften. Das ist dann nicht ganz so wie in der Realität. Ist es nicht...
ist es nicht gefährlich, wenn man quasi in so einem Umzugsladen mit drin ist, mit den ganzen Kartons und schweren Kisten und Schränken und auch nicht mal angeschnallt ist. Und diese Dinger sind ja auch nicht angeschnallt, das heißt, ich könnte mich theoretisch erschlagen, wenn ich mich mal hart bremsen muss oder so. Oh Mann. Jetzt, wo ich das als Erwachsener wieder spiele, dann, oh, da sieht man die Dinge schon ein bisschen anders, nicht wahr? Diese Frage habe ich mir früher nie gestellt als Kind. Fabian, wir sind da, Schatz. Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Nun, wir sind in Wurzelheim. Wie gefällt es dir? Dies ist unser neues Haus. Ich bin doch gerade erst ausgestiegen. Woher soll ich wissen, wie das hier ist? Mir kann es doch gar nicht gefallen. Ist das idyllisch? Man kann hier sicher wunderbar leben, meinst du nicht? Ich weiß, ich bin doch gerade ausgestiegen, Mensch. Und du bekommst ein eigenes Zimmer, Fabian. Lass uns hineingehen. Heißt das etwa, ich hatte in meinem Haus kein eigenes Zimmer? Oh Mann. Siehst du, Fabian, hier ist es doch auch schön, oder nicht? Guck und machen für uns den Umzug, räumen alles ein und machen sauber. Ja, so wie ich sagte, Sklavenhandel. Das ist doch so etwas von praktisch. Fabian, das Zimmer ist oben. Schau es dir doch mal an, Spatz. Fatih hat dir eine neue Uhr zur Begrüßung geschenkt. Vergiss nicht, sie einzustellen. Und ich werde nie verstehen, warum die Protagonisten Pokémon nicht sprechen können. Fuggy. Hugo. Kann mir mal jemand erklären, was der da macht? Ich meine, der läuft einfach nur hin und her mit der Kiste und der weiß anscheinend nicht, was er machen soll. Tja, als Erwachsener sieht man das ganz gut, tatsächlich mit ganz anderen Augen, nicht wahr? Fatih, würde dieses Programm gefallen? Ich beeile mich besser. Das ist eine Nintendo-Gamekube. Ein Gameboy Advance ist angeschlossen und dient als Controller. Schlägt das Notizbuch auf. Regel Nummer 1 für Abenteurer: Öffne das Menü mit Start. Regel Nummer 2 für Abenteurer: Speichere den Fortschritt mit Sichern. Die übrigen Seiten sind leer. Ist auch schön. Schaltet den PC ein. Was möchtest du tun? Item Lager. Nimm Items von deinem PC. Ah ja, klar. Den gönne ich mir natürlich. Den Trank. Briefbox. Hier ist kein Brief. Decoration. Dekorieren, es gibt keine Dekoration. Komisch, das hatte ich gar nicht so in Erinnerung, dass man sein Zimmer dekorieren konnte. Okay, schlafen kann ich offensichtlich nicht. Jetzt muss ich nur gucken, welche Taste jetzt in dem Fall Start ist, weil ich spiele das ja auf dem PC. Okay, auf jeden Fall werden wir erstmal sichern, das ist schon mal ganz klar. Ja. Sehr schön. Ja, weil Enter ist natürlich bestätigen, das ist klar, aber Start war. Ach, F war das, okay. Und Escape zurück, alles klar. Fabian, Schatz, stell bitte die Uhr in dein Zimmer ein. Oh, was? Jetzt werde ich schon gewaltsam zurückgeschoben, das gibt's doch nicht. Muss das denn sein? Ist es denn wirklich so wichtig? Die Uhr ist stehen geblieben. Stelle sie besser ein und ziehe sie auf. Naja, solange es ja nicht ausziehen muss. Oh Mann. Okay, ich weiß, meine Witze werden immer schlechter. Jetzt muss ich nur überlegen. Ja, keine Ahnung. Ach, das spielt eigentlich keine Rolle, wie wir die einstellen, oder? Ach komm, ich mach einfach so fertig. Ja, komm. Fabian, wie gefällt dir dein neues Zimmer? Gut, alles ist wunderbar aufgeräumt. Auch im Erdgeschoss ist alles komplett eingerichtet. Pokémon Umzugshelfer sind so praktisch. Oh, du sollst prüfen, ob dein Schreibtisch vollständig eingeräumt ist. Habe ich schon. Oh, Fabian, schnell, komm her. Da ist die Arena von Bootbook City. Ich glaube, Fatih ist im Fernsehen. Das war unsere Reportage über die Arena in Blütenburg City. Oh, schon vorbei. Ich glaube, Fatih war im Fernsehen und wir haben ihn verpasst. Schade. Ach ja. Einer von Fannys Freunden lebt hier. Professor Burke ist sein Name. Er lebt gleich nebenan. Daher solltest du ihn übergehen und dich vorstellen. Muss das sein? Muss das wirklich sein?
Erstmal reden wir doch ein bisschen mit den Leuten hier. Wenn du ein PC benutzt, kannst du dort Items und Pokémon lagern. Oder ein bisschen makern. Die Kraft der Wissenschaft ist atemberaubend. Professor Burke verbringt seine Tage in seinem Labor und dann rennt er plötzlich nach draußen in die Wildnis, um zu forschen. Wann ist Professor Burke eigentlich mal zu Hause? Ich nehme an, dann, wenn er zu Hause ist. Professor Burks Pokémon-Labor. Wie? Professor Burke? Der Professor arbeitet an einer Feldstudie, also ist er nicht hier, natürlich nicht. Oh, ich erkläre dir, was eine Feldstudie in diesem Fall ist. Man beobachtet und studiert Dinge in ihrem Umfeld, in Feldern oder auf Bergen anstatt im Labor. Der Professor ist kein Typ, der am Schreibtisch arbeiten kann. Er muss einfach draußen in der freien Natur die Dinge beobachten und studieren. Da ist eine kompliziert aussehende Maschine. Der Professor wird sie für seine Forschungen missbrauchen. Ja, genau. Missbrauchen. dieses Buch ist viel zu kompliziert. Wer weißt du das? Du hast es doch nicht mal aufgeschlagen. Ein PC, der in Forschung eingesetzt wird. Besser nicht damit spielen. Aber wenn wir doch mal ehrlich sind, ja, jetzt ist voll mit Büchern überfuchen. Dann ist ein Pokémon-Spiel im Prinzip doch auch so eine Art Maker-Game, ne? Vom Prinzip irgendwie. Ein sehr geiles Maker-Game. Ist ja schon irgendwie so aufgebaut. Auch so mit dem Grafikstil und überhaupt so, ne? Also, obwohl es jetzt kein Maker-Game ist, eigentlich, in dem eigentlichen Sinne, ist es doch sehr ähnlich aufgebaut, ne? Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Projekt schon der ein oder andere eventuell verfolgen will. Wobei die beiden Nicht-Maker-Games, die ich bisher auf meinem Kanal gespielt habe, das waren ja Fire Emblem und Cry of Fear. Die hatten bis dato nur sehr, sehr wenig Zuschauer. Ja, einfach weil es eben nicht Hauptcontent ist auf meinem Kanal, ne? Hauptcontent ist ja nach wie vor das Maker, beziehungsweise die Maker-Games. Aber ich sag mal, von allen Maker-Games, die ich nie gespielt habe, könnte ich mir zumindest am ehesten vorstellen, dass hier doch dann wahrscheinlich die meisten eventuell zuschauen könnten. Ne? Zumal ich ja auch gehört habe, dass da viele ja, Pokémon-Fans dabei sind nach wie vor, aber gut, ist natürlich keine Garantie. Ne? Kann natürlich ja, genauso gut sein, dass es hier nur ein bis zwei Aufrufe gibt oder so, aber sei es so. Mir macht das Spiel Spaß. Der Nostalgiefaktor ist hoch. Also mache ich nichts falsch damit. Wenn du durch das Vorgras läufst, wirst du wieder Pokémon entdecken. Ja, das weiß ich sogar noch. Oh, hallo, wer bist du? Oh, du bist Fabian. Woher weißt du das? Ich habe nichts gesagt. Unser neuer Nachbar, hallo. Wir haben ein Kind in deinem Alter. Mein Sternchen in... Nee, Tochter freut sich schon darauf mit dir. Warte mal, das ist ja interessant. Mein Tochter, beziehungsweise das ist ja in Klammern. Ist er sich vielleicht nicht sicher, ob das jetzt Tochter ist oder nicht? Oder wäre das jetzt ein Sohn, wenn wir jetzt irgendwie ein Mädel oder so genommen hätten, oder? Schwierig zu sagen. Das wird ja schon einen Grund haben, warum das eh dann klammert ist. Tochter hat sich schon auf, mit dir weiter zu schließen. Ach doch, ja klar, logisch. Ja. Weil, wenn wir das Mädchen genommen hätten, dann wäre ja quasi er hier unser Rival gewesen und so ist es jetzt umgekehrt. Hey Nachbar, hast du schon ein eigenes Pokémon? Nee, leider nicht. Wie der Vater so das Kind. Meint man ist genauso verrückt nach oben wie unser Kind, wenn er nicht gerade in seinem Labor ist, krabbelt er mit Sicherheit draußen durch das Gras. Was? Wer bist du denn? Ach, du bist Fabian. Du bist heute hierher gezogen. Ich bin Maike. Schön, dich kennenzulernen. Ich habe diesen Traum, mit Pokémon in der ganzen Welt Freundschaft zu schließen. Ich habe schon von dir gehört, mein Vater, Professor Burke, hat mir von dir erzählt. Ich habe gehofft, dass du nett bist, Fabian, und wir Freunde werden. Ja, du musst dich leider enttäuschen, denn ich bin leider nicht nett. Ist das nicht albern? Ich habe dich doch gerade erst kennengelernt. Hihihi.
Oh nein, das habe ich ja total vergessen. Ich sollte Fanny doch helfen, ein paar wilde Pokémon zu fangen. Wir treffen uns später. Egal, den Pokéball nehme ich jetzt trotzdem. Der Wohl gehört mal hier, lass ihn besser liegen, also schade. Das ist eine Nintendo Game-Kuh. Achso, ja, gut, das kennen wir im Prinzip. Ja, ja, gut, ich meine, sie guckt ja gerade nicht hin, ne? Also, ich könnte eigentlich schon. Kann ich stecken, das mit Gizmo auf? Ja, okay, das ist auch dasselbe. Langweilig, langweilig, so. Bei guter Gesundheit. Items verstaut, fehlt noch was? Ja, dein Pokéball fehlt gleich, hehehe. Nee, aber ich fände das ehrlich gesagt irgendwie. Das wäre auch mal eine coole Idee für Pokémon Games, dass man sich selber entscheiden könnte, ob man jetzt zum Beispiel etwas klaut oder nicht, also böse Taten begeht oder nicht, und dass es dann irgendwie auch so ein Karma-System gibt und dass es dann vielleicht auch ein Pokémon oder zwei Endgame oder so, ne? Das wäre auch mal eigentlich ein nettes, gutes Konzept. Hallo? Das ist ein fürchterliches. Da ist ein fürchterliches Pokémon. Ich kann seinen Ruf hören. Ich würde mir ja gerne ansehen, was da los ist, aber ich habe kein Pokémon. Kannst du nicht für mich nachsehen, was da los ist? Ja, aber ich habe doch selber keins. Ja, weiß ich doch schon, Mensch. Oder soll ich mit meinen Fäusten gegen das Pokémon kämpfen? Hilfe! Ach, der will doch nur spielen. Hilfe! Du da drüben, bitte, Hilfe! Meine Beutel, da findest du ein Pokémon. Nö, ich lasse dich noch ein bisschen zappeln. Ich speichere noch erstmal in Ruhe. So. Ein bisschen Geduld. Was passiert eigentlich, wenn ich mich dazu entscheide, den Beutel nicht zu nehmen? Wo willst du hin? Lass mich nicht im Stich. Achso, da ist ein Trigger gesetzt worden. Ich verstehe. Ich glaube, das hatte ich damals nicht ausprobiert. Professor Berg. Es sind Schwierigkeiten. Schnapp dir Pokémon und hilf ihm. Ich weiß, am beliebtesten ist bei allen, beziehungsweise bei der Allgemeinheit immer Flapply gewesen. Vor allem wegen der letzten Weiterentwicklung. Ich muss gestehen, ich hatte entweder immer Gekaber genommen oder Hydropi. Ich glaube, meistens hatte ich Gekaber genommen. Aber da ich eigentlich insgesamt immer so der Wassertyp bin, werde ich auf jeden Fall hier Hydropi nehmen. Jawohl, ja. Vor allem dieses Sumpex da, diese letzte Stufe, die ist ja auch noch enorm mächtig, glaube ich. So. Dann, ja. Kannst ja nicht viel machen außer Dickel, ne? Die ersten Kämpfe, die sind hier immer sowieso so ein bisschen fade, ne? Da passiert nicht viel. Nichts als Aufregendes und ist auch keine allzu große Herausforderung. Auf jeden Fall haben wir den Kampf gemeistert. So, Hydropi erhält 17 Erfahrungspunkte. Ich habe im hohen Gras Pokémon studiert, als ich angesprungen wurde. Du hast mich gerettet. Vielen, vielen Dank. Oh. Hey, du bist doch Fabian. Aber dies ist nicht der Ort für ein Schwätzchen. Komm doch mit in meinen Pokémon, okay? Da habe ich noch gerade davor gerettet, von dem Zickzacks bestiegen zu werden. Du bist also Fabian. Mein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Ich habe auch erfahren, dass du noch kein eigenes Pokémon besitzt. Naja, jetzt eigentlich schon, ne? Aber wie du eben gekämpft hast, diese Gelassenheit. In deinen Adern fließt wirklich das Blut deines Vaters. Alles Dank dafür, dass du mich gerettet hast. Möchte ich dir das Pokémon schenken, das du dabei benutzt hast. Fabian erhält Hydropi. Willst du dem Hydropi einen Kursnamen geben? Ja. Ich habe auch vor... Scheiße, warum muss das weiblich sein? weil ich wollte dem eigentlich einen bestimmten Namen geben, aber gut, sei es drum. Geschlecht spielt eh keine Rolle. und zwar habe ich vor, quasi jedem, ich sag mal, ja, Pokémon quasi so einen Namen zu geben von Leuten, die es im Forum gibt, ne? Also im Maker-Forum. Einfach um das ein bisschen, ja, persönlicher noch zu machen, ne? quasi für die Community. Und zwar, ich finde, am meisten passt zu so einem Sumpf, Wasser, Viech, von all die User, die mir jetzt so spontan einfallen, Quajutsi am besten, ne?
deswegen nenne ich den auch so. Ja, gut, ist jetzt ein bisschen komisch, dass man quasi ein Pokémon nach einem anderen Pokémon benennt. Wobei, nee, ich glaube, es heißt ja nicht Quajutsu, es heißt ja Quajutsu oder so, ne? Von daher ist alles okay. So, Quajutsu. Ja, passt doch. Damit beginnt mein Werdegang also mit Quajutsu. Wenn du dich mit Pokémon beschäftigst und Erfahrungen sammelst, wirst du mit Sicherheit ein sehr guter Trainer. Mein Kind, weil ich studiere ebenfalls Pokémon und hilft mir dabei sehr. Feier, meinst du nicht, es wäre eine gute Idee, wenn du nicht mit Maiken triffst? Nee. Ach, sei doch nicht so. Du wolltest dich wirklich mit meinem spaßigen... Oh, das ist ja interessant. Man wird hier tatsächlich genötigt zu einer Entschuldigung. Dann frage ich mich, wozu es die Ausbildung gibt. Großartig! Ich habe dich überhaupt nicht dazu gezwungen. Maike wird sich auch sehr freuen. Maike soll dir beibringen, was es bedeutet, ein Trainer zu sein. Aber das kann ich mir ganz gut selber beibringen. Maike? Maike ist, glaube ich, nach Hause gegangen. Oder das Kind krabbelt mal wieder irgendwo durch hohe Gras. Wenn du und dein Bruder müde sind, dann ruht euch zu Hause aus. So. Frage ist jetzt natürlich, sind wir voll bereit, ja, sind wir. Frage ist jetzt natürlich noch weiterhin. Muss ich mich doch bei der Frau Mama verabschieden. Wie geht es dir? Du siehst müde aus. Ich denke so... Nein. Ich hatte, du hast mir jetzt was Wichtiges zu sagen. Nicht so über diesen Kack. Na gut. Dann gehen wir halt raus. Und dann gehen wir hinaus in die Wildnis. Oh, wer bist denn du? Wilde Pokémon springen dich in hohem Gras gerne an. Wenn du Pokémon fangen willst, musst du ins hohe Gras gehen und sie suchen. Ja, das machen wir bestimmt noch oft genug. So wie hier. Nen Pfiffchen. Alles klar. So, dann macht unser Quajutsu mal hier den Anfang, unser weibliches Quajutsu. Naja, stell mir erstmal uns einfach männlich vor. Ja, toll. Dann geht die Attacke daneben. Ich finde das eigentlich auch ein ganz cooles Pokémon, fand ich damals schon. Also, ich sag mal, in den Anfangsrouten, da hast du eigentlich immer so, sag ich mal, die eher etwas lame sind, ne? Aber Pfiffchen, das war eigentlich so eine Ausnahme bei mir. Das fand ich eigentlich schon damals ziemlich cool. Komm, ich mach hier nochmal. Obwohl es halt ein Anfangsrouten-Pokémon war. So, ist die Frage. Will der eigentlich gegen uns kämpfen? Nee. Sind deine Pokémon müde, bringen sie in ein Pokémon Center in Rosalstadt. Gleich hier um die Ecke gibt es einen Pokémon... Und was? Jetzt nicht gelesen. Ah ja, okay. Ein Cent. Zickzacks fand ich eigentlich so an sich ganz knuffig, aber hat man jetzt so nie als Pokémon, wer weiß wie, zugesagt, dass ich das unbedingt hätte gerne in meinem Team haben wollen. Wow! Wir werden noch sehr gute Freunde, Quajutsu. Und wir haben Level 6 erreicht. Sehr geil. Und Lebensschild lernt ja immer besser hier. Okay, da ist nichts. Und da ist auch schon das Center. Wie sieht's mit unserem HP aus? Ich, am Anfang mache ich das eigentlich immer gerne so, dass ich dann noch ein bisschen trainiere, so lange, bis ich dann quasi kaum noch HP habe. Und gehe dann erst ins Center, damit sie das eher lohnt. Oh! Ein Käfer. So. Klasse. Wampel fand ich damals, glaube ich, auch recht gut. Habe ich sogar hin und wieder mal in meinem Team gehabt. Achso, ja, stimmt. Ich wollte noch ein bisschen trainieren. Das Besondere war ja irgendwie, wenn du ein männliches gefangen hattest, dann hat sich das in ein anderes Pokémon verliebt. Ich glaube, in so eine... in ein Schmetterling und... oder was auch umgekehrt. Ich meine, das männliche hat er sich in so ein Schmetterling verwandelt. Und...
Ja. Das bin ich hier dann eben eine Motte oder so. Ich meine, irgendwie so war das. So, auf jeden Fall muss ich gleich schon mal unbedingt ein paar Pokébälle kaufen, ne, damit wir schon mal unser Team erweitern können. Und ob ich dann, wenn ich erstmal 6 Pokémon gefangen habe, auch bei diesen 6 von Anfang bis Ende bleibe, kann ich natürlich nicht sagen. Das kommt immer drauf an. Ja, komm, lass mal das erstmal so gut sein. Und gehen jetzt hinter. Der Pokémon Drahtlos Club im 2. Stock wurde erst kürzlich eröffnet und sie sind immer noch nicht ganz fertig mit den Einrichten. Ach ja, das waren noch Zeiten, wo man noch in der Schule Kollegen hatte und da hin und wieder mal gegeneinander gekämpft hat. Pokémon Center sind eine großartige Einrichtung. Du kannst ihren Service so oft du willst in Anspruch nehmen, kostenlos, daher kannst du unbeschwert umherreisen. Der PC dort in der Ecke ist für alle Pokémon Trainer, das heißt, dass auch du ihn benutzen darfst. Ja gut, Schwester Joy, die werde ich nicht vorlesen, die sagt ja immer das gleiche. Immer Heilung, bla 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 und so weiter und so fort. Eine Verbeugung, so gehört sich das. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange, bis ich meine Turbo-Treter erhalte, damit ich nicht mal rennen kann hier. Während deines Kampfes können Pokémon manchmal ein Level dazugewinnen und stärker werden. Ja, wer hätte das gedacht. Sobald deine Pokémon stärker geworden sind, kannst du auch andere Orte bereisen. Ihr sagt mir schon eigentlich das, was ich längst weiß. Hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Kommst du bitte einmal mit mir? So, dieser ist ein Pokémon-Supermarkt. Er ist an dem blauen Dach erkennbar. Wir haben eine Menge nützlicher Dinge, wie Pokébälle, mit denen man Pokémon fängt. Hier, dies ist ein Item quasi als Werbungsschick für dich. Trank erhalten. Ja, pack den Trank in die Itemtasche. Ein Trank kann zu jederzeit eingesetzt werden. Daher ist er in manchen Situationen wertvoller als ein Pokémon-Center. Ja. Auf jeden Fall, mal gucken, wie wir da so alles, was Pokémon geht, an Leuten aus unserer RPG Maker MV Community so zusammenbekommen, ne? Und gemeinsam werden wir dann die allerbesten werden, die keiner vor uns waren. Ich möchte eine Pause anlegen, daher speichere ich mein Spiel. Warte mal. Das ist irgendwie. Also dieser Satz, der durchbricht doch irgendwie die vierte Wand, wenn man es jetzt mal genau nimmt, oder? Ich meine, stellt euch vor, ihr sprecht jemanden in der Wirklichkeit ein und sagt, ich möchte eine Pause anlegen, daher speichere ich mein Leben. Das ist irgendwie. Ja, das ist sehr seltsam, ne? Das ist mir als Kind echt nicht aufgefallen, sowas. Und ich habe damals ja mit jedem gesprochen, aber ich habe das einfach so hingenommen. Ich speichere mein Spiel. Weil dadurch weiß der Spieler ja, dass es hier ein Spiel ist und das soll doch nicht so sein, Mensch. Sowas macht man nicht. Ja, gut, okay. Warum spreche ich den eigentlich nochmal an? Der Verkäufer sagt, es sei alles ausverkauft, jetzt stehe ich ohne Pokébälle. Wird der Pokémon verletzt und verliert eine KP, so ist es kampfunfähig. Und das zu vermeiden, solltest du die KP mal darf mit einem Trank auf. Ach nee, komm. Ich glaube, die Leute im Markt sprechen nicht an. Die haben so unnützes Wissen parat einfach. Kann ich dir helfen? Kommt drauf an. Warum hast du keine Pokébälle? Den anderen Shot brauche ich nicht. Tschüss. Ne, ich komme bestimmt nicht wieder. Keine Pokébälle, kein Geschäft. Das Pokémon auf der linken Seite der Liste tritt im Kampf als erstes an. Hast du ihre Pokémon in deinem Team, stelle sie so der Reihe nach auf, wie es für den Kampf am günstigsten ist. Das kann ein Vorteil für dich sein. Ja, kann. Muss aber nicht, ne? Also, das wollen wir hier mal festhalten. Ja, jetzt natürlich die Frage, da waren ja 2 Ausgänge. Ich glaube, hier ging es nicht weiter. Nee. Aber da ist ja noch ein Gang. Ah! Warte, bitte nicht schon lang laufen. Ich habe dort die Fußspur einzelner Pokémon gesehen. Warte, bis ich fertig bin, sie abzuzeichnen, okay? Das war jetzt einfach nur ein Grund, dass ich da nicht lang gehen soll, erstmal.
So, speichern wir nochmal schön. Ausführen hier schön. Mein Mogo ist unglaublich müde. Ich hätte einen Trank mitnehmen sollen. Ja. Ich gebe dir bestimmt keinen ab. Kannst du vergessen. Oh. Na, wen haben wir denn da? Hallo? Ich, mal sehen. Das Pokémon von Route 103 besitzt. Oh, hi Fabian. Oh, ich sehe schon, mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt. Wenn wir schon mal hier sind, lass uns doch kämpfen. Ich gebe dir einfach Geschmack auf das Leben als Trainer. So, der erste richtige Kampf. Eine Herausforderung von Trainer Mike. Okay, sie wählt also Gekebor. Lebensstil, was macht das nochmal? Egal, Tickle. Kann ich ja gleich lesen nach dem Kampf. Okay, unsere Verteidigung ist ein wenig gesunken. Ach komm, ich probiere es einfach mal aus mit der Lebensstelle. Kann nicht schaden. Ein Volltreffer, ja. Wäre das ein Volltreffer, wollte ich nicht wissen, wie... Oh, ein anderer Treffer war. Ach ja, stimmt, das war eine Attacke, aber... Die, also die eventuell die Genauigkeit sinken kann, aber ja klar, gegen das Ding ist das natürlich nicht effektiv. Aber den Sieg haben wir so gut wie der Tasche. So, lächerlich, noch daneben geschlagen. Klasse. Klasse. Und da haben wir schon Level 7 erreicht. Das war Spitzball, du bist ein Naturtalent, selbstverständlich bin ich das. So, ein bisschen Geld gewonnen. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum mein Vater dich ausgesucht hat. Ich meine, du hast den Pokémon erst sehr kurze Zeit und es mag dich bereits. Du wirst es einfach haben, dich mit jeder Art von Pokémon anzufreunden. Nun wird es aber Zeit, zurück ins Labor zu gehen. Ich nehme an, das heißt, ich soll auch ins Labor. Ich kann mich tatsächlich... Das ist eigentlich das Schöne daran, dass ich mich kaum noch so wirklich daran erinnern kann, was ich... Also wie das hier überhaupt so war, was man wann machen musste und so. Das ist ja eigentlich das Gute, ne? Wenn man noch gute Erinnerungen an ein Spiel hat. Aber das schon so lange her ist, dass man trotzdem nicht mehr alles genau weiß. Außer, dass es sehr geil war. Aber hier entlang. Lass uns nach Hause gehen. So, schön die Abkürzung benutzen. Oh, hallo Fabian. Ich habe gehört, dass du hast Maike besiegt. Super, das war dein erster Kampf gegen einen Trainer. Maike hilft mir schon sehr lange bei meinen Forschungen. Maike besitzt eine respektable Geschichte als Trainer. Hier, das hilft mir bei meinen Forschungen. Aber ich denke, du kannst den Pokédex auch gebrauchen. Und noch viel wichtiger, Pokébälle. Der Pokédex ist ein hochentwickeltes technisches Gerät, das automatisch jedes Pokémon, das du siehst oder fängst, registriert. Maike geht nie ohne aus dem Haus. Immer wenn mein Kind ein seltenes Pokémon fängt, kommt es und zeigt mir den Eintrag im Pokédex. Während ich hier draußen forsche. Wow, jetzt hast du auch einen Pokédex. Das ist ja toll, genau wie ich. Ich habe etwas für dich. Ah, darauf habe ich doch gewartet. Pokébälle. Aber wie viele eigentlich? Wäre auch schön, wenn das erschienen würde. Es macht unheimlich viel Spaß, alle verschiedenen Pokémon zu fangen. Ich schaue mich wirklich mal um. Denn ich will die unterschiedlichsten Pokémon fangen. Sobald ich niedliche Pokémon entdecke, fange ich sie mit Pokébällen. Okay, alles klar. Ciao. Ich habe noch einiges zu tun. Und zwar... unter anderem Champion zu werden. Warte, Fabian. Fabian, hast du dich schon Professor Burke vorgestellt? Oh, was für ein hübsches Pokémon. Du hast es von Professor Burke erhalten? Toll. Du bist das Kind deines Vaters. Wunderbar. Du siehst gut aus mit deinem Pokémon. Ja, wie und ohne nicht, oder was? Hier, Liebling, für eine Abenteuerreise sind diese Turbotreter wie geschaffen. Na endlich, war längst überfällig. Sie werden deinen Schritt beschleunigen. Turbotreter.
Fabian, für diese Schuhe gibt es eine Bedienungsanleitung. Oh Gott, halte den B-Knopf gedrückt, wenn du diese Tourbetreter anlässt. Jetzt muss man sich vorstellen, eure Mutter schenkt euch ein paar Stiefel und sagt, halte den B-Knopf gedrückt, wenn du damit rennen willst. Schlüpf in diese Tourbetreter und erobere die Welt da draußen. Sich vorzustellen, dass du dein eigenes Pokémon besitzt. Dein Vater wird überglücklich sein. Aber sei bitte vorsichtig. Sollte das passieren, komm wieder nach Hause. Lauf, schnapp sie dir alle, Schatz. Oh ja, das werde ich. Hoffe ich. So. Fragen ist jetzt natürlich nur. Damit ich ja tatsächlich rennen kann. Muss ich gerade mal ausprobieren. Offensichtlich mit keiner. Das ist interessant. Oder vielleicht mit einer Zahl. Tja. Also irgendwie. Aber wie gesagt, ich spiele das ja auf PC. Tja, interessant. Das ist ja interessant. Nee, da auch nicht. Nee, nee. Oh, Moment. Nee, doch nicht, schade. Na, sei es drum. Ich werde sowieso erstmal. Speichern. Ja gut, aber noch brauchen wir sowieso nicht rennen. Guck ich mir nachher noch mal irgendwo an. Wir können ja hier ruhig jetzt mal ganz normal durchschlendern. Ich denke, jetzt sollte der Weg da auch frei sein. Sind wir jetzt eigentlich nach dem Kampf geheilt, frage ich mich gerade. Jawohl, alles klar. Ich habe mir vorhin schon eine Seite Pokémon abgezeichnet. Hier, aber hinterher habe ich festgestellt, dass das mal eingesprochen hat. Ja. Das ist natürlich auch geil, sowas. Ich werde hier noch ein Pokémon fangen. Ja, dann machst du einfach und erzähl nichts hier. Wenn du Pokémon bei dir hast, wirst du offiziell ein Pokémon-Trainer. Daher kannst du meine Herausforderung nicht ablehnen. Und du wirst meinen Sieg auch nicht verhindern können. Ach, Mist, der Pfiffchen, das hätte ich auch gerne. Naja, vielleicht finden wir ja noch eins. Fällt mir jetzt ehrlich gesagt nur spontan keiner aus dem Forum ein, zu dem das passen könnte. Naja, man hat ja noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Jawohl, Angriff steigt, wird ja auch nichts nützen. Das ist er. Triffst du noch nicht mal. Klasse. Und Level Nummer 8. Ah, ich habe verloren. Ich hätte fleißiger trainieren sollen. Haben wir gewinnt 80 Pokédollar oder so. Ist natürlich die Frage, gibt es hier vielleicht schon ein paar interessante? Und die für uns nützlich wären? Hm, ja komm, warum nicht, warum nicht. Wir können es hier mal versuchen. Wir brauchen ja jede Hilfe erstmal am Anfang. Warum dann nicht auch für so einem Käfer-Dude? So, Beute. Wie wäre es denn? Mit. Da, nimm Ball. Jawohl! Klasse. Ja. So, da ist ja zumindest ein bisschen Ähnlichkeit mit einer Schnecke hat. ne? Würde ich das tatsächlich Jitsu nennen. Wunderbar, dann haben wir ja schon Quajutsu und Jitsu im Team.
und so füllen sich langsam die Reihen. Gucken, ob hier noch einer dabei sein könnte. Okay, das ist auch neu, aber ich muss ganz ehrlich sagen, in meinem Team hätte ich das eigentlich nicht gerne. Aber, naja, man kann hier eventuell noch ein bisschen trainieren. Damit. Klasse. So, Frage. Ist denn hier noch irgendwas Neues? Nur ein weiteres Jitsu. Also, weg. Dann gehen wir auf jeden Fall wieder ins Center. Weil Jitsu ja auch schon verletzt ist. Und dann widmen wir uns auf jeden Fall erstmal dem nächsten Trainerkampf, würde ich sagen. Ach Mensch, ich hätte den Trainer dann vielleicht lieber nicht Fabian, sondern RPG Community nennen. Ah nee, das wäre kein Platz. Oder einfach MV Forum. Ah nee, hätte da auch nicht. Naja. Ja, aber vielleicht irgendwie so als Kürzel oder so, ne? Wäre vielleicht besser gewesen. Haha, unsere Augen haben sich getroffen. Ich kämpfe mit meinem Kehrpokémon gegen dich. Ah ja. Naja, aber das wird kein Problem sein für uns. So, wunderbar. Komm, wir bleiben bei Facebook dabei. Und taggle mal wieder. Tja, schnell kann's gehen. Ausgezeichnet. Ich versieg im hohen Gras. Das Gras erreicht meine Nase und ha 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 ha. Hachi. Toll, jetzt habe ich Corona. Bist du gerade erst Trainer geworden? Dann sind wir ja beide Anfänger. Aber ich bin der bessere Anfänger. Ein Zickzacks. Ha! Lächerlich. Weg damit. So, mal gucken, was jetzt mehr Schaden verursacht. Entweder so, ob das jetzt oder ein Tickel. Das vermag ich noch nicht zu sagen. Oh ja, und jetzt ist sowieso der Angriff gesunken. Ja, aber Tickel ist besser auf jeden Fall. Die Attacke sind wahrscheinlich nur für Pokémon effektiver, die dann tatsächlich eine Schwäche dagegen haben. Und weg damit. Ja, natürlich kommt jetzt der Volltreffer, weil er kaum Leben hat. Warum sollte das in anderen Spielen auch anders sein, nicht wahr? Schwalbini, nee, nee. Da quasi ich auch wieder der Quajet hier drum. Oh Gott. Okay. Ja, nein! Was ist denn los mit dir jetzt? Er ist voll kassiert auch noch daneben geschlagen. Na ja, gut. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet, sehr geil.
Ich glaube, die erste Trainerin war jetzt sowieso eine Arena-Leiterin, von daher haben wir damit sowieso leicht zu spielen. Ah ja, stimmt, die Beeren, die gibt es ja auch noch. Sinnelbeeren, ja, selbstverständlich will ich die pflücken. Da war ja was. So, die natürlich auch. Ich glaube, ich soll speichern. So. Mein Ziel, stets gewinnen und der beste Trainer aller Zeiten zu werden, hilft mir bei meiner Karriere. Ich kann höchstens helfen, sie zu beenden, aber ne. Weil ich denke schon, dass ich es eher bevorzugen würde, wenn ich der Besser aller Zeiten werde, der keiner vor mir war. So. Wow! Also das ist, das sollte aber richtig rein. So. Tegel und Wächter mit. So einfach geht es. Knilz. Nee, nee. Alles macht jetzt bevor ich sehe. Ich glaube auf jeden Fall einen Tickel, weil mit Wasser kommen wir hier nicht weit. Och nö. Ach du Scheiße. Oh Gott. Das Ding muss ganz schön weg. Ja gut. Wir sind zwar schon im roten Bereich, aber. Ich bin mir sicher, wir schaffen das. Ja, ich weiß, wir haben noch 1 HP, aber ich bin mir sicher, wir schaffen das. Ah, es ist so alles kein Problem. Ja, wie sagst du? Ein haushoher Sieg. Kein Grund zu Boden rücken. Ich habe selbstverständlich wie immer alles im Griff. So, jetzt mache ich mal folgendes. Ich spreche hier auch nochmal. So. Genau. So, jetzt mal einen Tickel. Ja, das war geplant. Aber nur damit er erstmal die Vorarbeit machen konnte, damit er auch nochmal ein ganz kleines bisschen XP holen kann. Der Jitsu. Tickel. Ne, der ist nämlich noch nicht so stark, wie man sieht. Und auch nicht so schnell, aber gut, ist halt Jitsu, ne? Ja, und dann geht's noch daneben. Aber er hat's geschafft. Ist ja die Hauptsache. Jawoll! So muss es laufen. Gut, da hat er auch schon mal ein Level gemacht. So lobe ich mir das. Und wir gehen mal hier rein. Als man von einer Sinnelbeere aß, wurde sein HP aufgefüllt. Hallo, du Trainer. Du hast eine wundervolle. Ich habe ein Hobby. Ich sammle die Profile vom Pokémon-Trainer. Nun, wie sieht das aus? Darf ich dein Profil sehen? Meinetwegen. Ja, danke schön. Zeigst du mir jetzt dein Profil. Ich bin groß in Pokémon. Hey, was? Ich bin. Status. Ich bin auswegslos. In allem. Nee, weiß ich nicht. Auswegslos in
ja, was nimmt man denn da, ne? So, ich bin auswegslos in... Moment, ich überlege mal gerade. Ich bin... Genau. Ich muss mir erstmal alle Optionen angucken. Ja, okay. Okay, 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 okay. Ja, ja. Starte. Ja, ich bin. Wo ist denn das nochmal? Steam Editor. Aber als ob. Um einen möglichst guten Satz zu formulieren, der möglichst viel über uns aussagt. Ist es. Ah ja, genau, hier. Also ich bin in. Ach, dann gibt's ja noch. Oh mein Gott. Was? Wie viel gibt's denn hier bitte? Das gibt's doch gar nicht. Achso, das sind dann die. Okay, verstehe. Ja. Das. Okay, Personen. Ich bin. Ich bin in deiner Mutter. Keine Ahnung, ne? Sagen wir einfach mal, ne? Okay. Ich bin in deiner Mutter. Fantastisch. Dein Profil einfach wunderbar. Er sagt wirklich alles über dich. Jeder, der dieses Profil sieht, wird von dir entzückt. Ja, bestimmt. Dankeschön. Gott. Ja, jetzt hier weg hier. Es gibt viele Typen von Pokémon. Jeder Typ hat seine Stärken und Schwächen gegenüber anderen Pokémon. Je nach Typ des Pokémon kann der Kampf vielleicht nur schwer sein. Dein Hydropie ist beispielsweise ein Wassertyp. Es ist stark gegenüber dem Feuertyp, aber es ist schwach gegenüber dem Pflanzen- und Elektrotyp. Weiß ich doch schon als Mensch. Computerbasiertes Pokémon-Lagersystem. Wer auch immer dies entwickelt hat, muss ein wahrer Zauberer sein. So, erstmal sollen sie hier geheilt werden. Und es geht wieder mal raus. Wohin ist unser Heiko gegangen? Wir müssen doch bald Hühnerfiesen verabreichen. So, und hier ist der Market. Ich hoffe, hier gibt es jetzt ein paar Bälle für mich. Jawohl, ja. Genau das, was wir brauchen. Kommen wir. Oh ne. Wir können uns erstmal. Schlappe 10, würde ich sagen. Ja. Schlagen wir vor. Ach, ein Premierball. Ach, stimmt. Für alle 10 gab es ja ein Premierball. Das habe ich auch ganz vergessen, Mensch. Komm, davon nehmen wir mal 3. 3 Tränke. Klasse. Und das war's jetzt. Tschüss. Nehmen wir an, du hättest 6 Pokémon. Wenn du jetzt ein weiteres fängst, wird das automatisch in das Pokémon-Lagerungssystem gesendet. Living in a Box, sage ich dazu nur. Mein Gesicht spiegelt sich im Wasser. Es schimmert ein schimmerndes Lächeln der Hoffnung. Oder ist es der Ausdruck düsterer Stille, an dem die Angst nagt? Was siehst du in dem Spiegelbild? Mich. Reisen ist einfach wundervoll. Als ich noch jung war, waren die See und die Berge mein Zuhause.
seufzt. Ich wünschte, ich könnte mit meinem eigenen Pokémon auf andere Reise gehen. Sich durch hohes Gras schleichen, steil ins gelüftete Berge klimmen, das Tosenmeer überqueren, dunkle Höhle erforschen und manchmal ein wenig Heimweh haben. Reisen muss einfach toll sein. Möglicherweise. Norman ist unser neuer Arenaleiter. Ich glaube, er und seine Familie kommen von weit her. Ich bin erst einmal gegen Norman angetreten. Wow, war der stark. Wie soll ich es sagen? Ich habe den Eindruck, er lebt für seine Pokémon. Und wenn es hart auf hart kommt, dann wird er vielleicht auch für sie sterben. Na, was geht, Vater? Na, wenn das nicht Fabian ist, dann habt ihr also den Umzug beendet. Ich bin überrascht, dass du ganz alleine hierher gefunden hast. Oh, so ist das. Du bist im Pokémon Begleitung. Ich glaube, du wirst einmal in meine Fußstapfen als Trainer treten, Vater. Das sind großartige Aussichten. Ich kann es kaum erwarten. Ich hätte so gerne ein Pokémon, bitte. Wie? Du? Ach gut. Zeig mal nicht wahr. Ich werde meinen Verwandten in diesem Flur besuchen. Ich glaube, ich werde mich da nur einsam fühlen, aber daher würde ich gerne ein Pokémon mitnehmen. Aber ich habe noch nie eines gefangen. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh, ich verstehe. Fermann, hast du das gemacht? Hilf doch bitte, ich oder bei Pokémon zu fangen. Nee. Okay, Kind. Kein Babysitter. Heiko hier. Oh, ist aber zu schnell. Heiko, dann zieht das erhalten. Oh Gott. So ein lames Ding. Oh wow, ein Pokémon. Ich gebe dir auch diesen Pokémon. Dann leg los. Heiko, eine Pokébar. Oh wow, danke schön. Kommst du wirklich mit mir? Ja, ich muss hier alleine, ne? Ich fürchte, ich habe keine Wahl. Fabian, Pokémon verstecken sich wohl im Gras. Wie diesem hier, oder? Bitte, bleib hier und schau, ob ich sie, ob ich die fange. Vor! Tressler. Ein wildes Tressler erscheint. Los, Zickzacks. Mal ein bisschen hin, wenn es geht. So, da muss man bei dir. So, jetzt kannst du ruhig den Ball werfen. Das habe ich eigentlich immer so ein bisschen gehasst. Beziehungsweise fand das ein bisschen nervig. Wenn quasi so ein Trainer-Autokampf kam. Ja, wo du gezwungen wirst, den auch mit anzusehen. Quasi so ein Tutorial-Kampf. Hier wird jetzt quasi eigentlich schon gezeigt, was wir schon längst wissen. Nämlich wie ein Pokémon weg, das haben wir ja schon längst. So, und wer, der bricht jetzt noch in diesem Tutorial hier aus? Ach, Gott sei Dank. Toll, Drassler wurde gefangen, ja, hey, aber leider nicht von mir. Ist ja die Scheiße dabei. ich habe es geschafft, es gibt mir mein Pokémon, ja! Aber danke schön, lass uns zu unserer Arena gehen. Und? Hat es geklappt? Danke, ja, wunderbar, hier haben sie Pokémon zurück. Danke, Fabian, dass du. danke, Fabian, dass du mit mir gegangen bist. Euch beiden habe ich es zu verdanken, dass ich mir das Pokémon fangen konnte. Verspreche, ich werde mich gut darum kümmern. Oh, meine Mama wartet sich erschrocken. Ich muss nach Hause. Bis bald, Fabian. Nun. Fabian, wenn du ein guter Trainer werden willst, hier ist mein Rat. Gehe nach Metaross City, gleich hinter diesem Ort. Dort solltest du die Arena-Leiterin Felicia herausfordern. Suche danach die anderen Pokémon-Arenen auf und besiege die Leiter. Sammle die Orden der verschiedenen Arenen, verstehst du? Ich bin natürlich auch ein Arena-Leiter, auch wir werden eines Tages gegeneinander antreten. Aber erst, wenn du stärker geworden bist. Ha. Ich wette, ich könnte jetzt schon mit dir aufnehmen. Aber na gut, man lässt mich ja nicht. War ich eigentlich jetzt hier schon drin? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Du achtest schon mal richtig. Danke, dass du dich um Heiko gekümmert hast. Der war schon als Baby immer zart und kränklich. Wir haben ihn für eine Weile zum Verband nach Wiesel geschickt. Die Luft ist doch viel sauberer als hier. Weißt du was? Wo ist Heiko? Ist vor unser Heiko? Ich frage mich, wo er jetzt wo sein mag. Da, wo du nicht bist, würde ich sagen.
Pinguin war richtig glücklich, als er uns erzählt, dass er Pokémon gefangen habe. Ich habe ihn schon seit Ewigkeit nicht mehr so glücklich erlebt. Nanu? Entschuldige bitte. Lass mich hören, meine kleine Fremie. Dass du ein Trainer bist, habe ich recht. Vielleicht auch nicht. Dein Kleidung ist relativ sauber. Entweder bist du gerade ins Training gefahren oder bist einfach ein ganz normales Kind. Ich reise durch das Land immer auf der Suche nach talentierten Trainern. Tut mir leid, wenn ich dich aufgehalten habe. Achso. Also mit anderen Worten, du siehst mir keinen talentierten Trainer. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Okay, hier ist also ein Strand, wie es aussieht oder so. Bevor du mal erst schwächst, wenn es vergiftet ist, eine Verbrennung hat oder schläft, kann es leichter gefangen werden. Gut, dann schlage ich vor, speichern wir an der Stelle und damit will ich auch den ersten Part schon beenden und dann geht es eben nächste Woche Sonntag weiter. So, und bis es soweit ist, würde ich auch hier wie immer sagen, macht's gut, euer Bär.